Im siebten Teil unserer nicht enden wollenden Serie der SSDs und die wichtigsten Infos zum Turbo für den Computer geht es um das Thema Wear-Leveling und die Defragmentierung. Mein Name ist René Steljes, ich bin Gründer vom RSIT-Service und wenn du das Optimale aus deiner SSD herausholen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn dein Computer zu langsam läuft und du möchtest ihn schneller machen, dann kannst du natürlich an die klassischen Themen wie ein neuer Prozessor oder Arbeitsspeicher rangehen. Aber der eigentliche Geschwindigkeitsturbo, den bekommst du mit einer SSD. Allerdings ist das Thema SSD sehr, sehr komplex. Und in dieser Reihe möchte ich einmal mal ganz tief in das Thema SSD eintauchen, damit du deine SSD wirklich auf Hochtouren bekommst und die optimale Leistung herausbekommst. Ein wichtiger Aspekt, um genau das zu machen, ist das Wear-Leveling und die Defragmentierung. Das Ganze hört sich ziemlich kompliziert an und damit das kein Buch mit 7 Siegeln mehr für dich ist, gehen wir auch gleich tief ins Thema ein. Also, was ist das Wear-Leveling? Beim Wear-Leveling geht es um eine Funktion, dass die Daten auf deiner SSD gleichmäßig auf die Speicherzellen aufgeteilt werden. Und das sorgt für eine längere Lebensdauer, da die SSD hier nicht punktuell, sondern gleichmäßig belastet wird und die ganze Last der Schreibvorgänge und was da alles dazugehört, wird gleichmäßig über die SSD verteilt. Und das Ganze passiert intern auf der SSD und du kannst es eigentlich in der Regel nicht beeinflussen, denn das Ganze kommt über den Controller. Wenn du nicht weißt, was ein Controller ist, dann solltest du dir vielleicht Teile dieser Serie nochmal anschauen. Da habe ich oben jetzt in der Infocard den Link zu der Playlist dieser Serie eingeblendet und da bekommst du dann die ganzen Informationen. Also, der Controller steuert das und das Betriebssystem, also Windows, kann das in der Regel nicht beeinflussen. Wenn du deinen Computer mal beeinflussen musst, weil er nicht so arbeitet, wie du es gerne hättest und du hier professionelle Hilfe benötigst, dann kannst du aber auch gerne mich mal unter der Telefonnummer 0421 64 37 576 oder der E-Mail-Adresse service@freude-an-der-it.de erreichen. Da bekommst du mich dann direkt erreicht. Ich kann dir hier professionell weiterhelfen. Das Ganze geht über Fernwartung oder auch gerne von mir oder einem meiner Kollegen deutschlandweit direkt bei dir zu Hause. Und dann kannst du uns beeinflussen, dass wir dir helfen und damit dein Computer beeinflussen, so dass dein Computer nicht mehr dich beeinflusst und du wieder vernünftig arbeiten kannst. Wenn das mal nicht ein schlechtes Wortspiel war. Gehen wir weiter in den Text und schauen uns mal an, wie das eigentlich bei einer normalen Festplatte ausschaut. Windows nutzt hier, um die Daten auf die Festplatte zu speichern, die Master File Table. Das ist im Prinzip eine Tabelle bzw. ein Register, wo Windows sehen kann, wo sich genau, in welchem Bereich der Festplatte sich die Daten befinden. Hier kann es aber schnell zu einer Fragmentierung kommen und das bremst die Daten bzw. den Rechner aus und damit macht das Arbeiten nicht wirklich Spaß. Deswegen wäre vielleicht hier das sinnig, das Ganze zu defragmentieren. Und das Ganze ist aber bei der klassischen Festplatte der Fall. Wie sieht das Ganze jetzt bei einer SSD aus? Nun, bei einer SSD ist es so, dass die SSD die Daten selbst verwaltet. Und hier macht Defragmentierung keinen Sinn. Denn wenn ich defragmentiere, dann schade ich unter Umständen sogar den Rechner. Und das verkürzt die Lebensdauer, also nicht den Rechner, sondern der SSD. Und ich verkürze die Lebensdauer. Deswegen sollte man die Defragmentierung in Windows deaktivieren, wenn ich eine SSD habe. Beziehungsweise, da komme ich gleich nochmal im Praxisteil zu, nicht deaktivieren. Bei aktuellen Windows, bei Windows 8, Windows 10 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Was du aber auf jeden Fall beachten solltest, ist, dass dein Windows seit Windows 8
in der Lage ist, zu erkennen, ob dein Rechner eine Festplatte oder eine SSD hat. Und hier habe ich, glaube ich, mal die Info rausgegeben, was ich auch beim Windows 10 deaktivieren sollte. Das widerrufe ich hiermit. Das war eine Fehlinformation, die ich noch aus Windows 7 Zeiten hatte. Das Windows 10 oder das Windows 8 erkennt halt, es ist eine SSD und sendet dann statt einer Defragmentierung ein SSD, den Trimbefehl an die SSD, während Festplatten ganz normal defragmentiert werden. Allerdings solltest du vom Dritthersteller irgendwelche Software einsetzen, die für dich die Defragmentierung übernimmt, dann solltest du auf jeden Fall überprüfen, was hier passiert und gegebenenfalls für deine SSD diese Funktion ausschalten. Ich will da nochmal ganz kurz im Windows direkt drauf eingehen, deswegen schalten wir uns nochmal kurz auf den Computer. Und auf dem Computer angekommen, klicken wir einmal wieder auf das Windows-Logo und geben hier einfach mal den Befehl Defragmentierung ein. Laufwerke defragmentieren und optimieren, da gehe ich rein. Und hier wird mir angezeigt, dass eine Defragmentierung so in der Form oder eine Analyse noch nie ausgeführt wurde. Das liegt einfach daran, dass ich an dieser Stelle hier ganz einfach das Problem habe, dass ich, als ich den Rechner damals eingerichtet habe und jetzt auf Recherche zu diesem Thema selber festgestellt habe, dass ich mich geirrt habe, ich habe das hier einfach mal deaktiviert, da ich hier mit einer SSD arbeite. Das Ganze würde ich jetzt hier an der Stelle wieder aktivieren und auch gucken, was beide Laufwerke drin sind, denn auch wenn es beide SSDs sind, können wir das so lassen. Dann klicke ich hier auf OK und jetzt kann ich hingehen und hier sagen Optimieren. Wenn ich das jetzt mache, bekomme ich hier jetzt an der Stelle die Fehlermeldung Optimierung nicht verfügbar. Es liegt einfach daran, ich arbeite hier in einer virtuellen Umgebung und die Optimierung, die Ansprache der Optimierung, die läuft hier ein bisschen anders. In deinem Fall sollte der Computer jetzt den Trimbefehl raussenden und das Ganze sollte dann entsprechend zuverlässig bei dir denn arbeiten. Das ist im Grunde genommen das, was du wissen solltest, auch wenn es bei mir jetzt über diese virtuelle Umgebung eine Besonderheit gibt. Prüf das und schalte, solltest du das mal gemacht haben und hier ja, meinen Fehler oder meine falsche Anweisung befolgt haben, die ich mal rausgegeben habe, dann schalte hier bitte wieder die Laufwerkoptimierung ein. Du wirst sehen, wenn eine Festplatte hier drin ist, kannst du hier draufklicken und dann ist auch Analysieren möglich. Und das Analysieren ist halt das, die Funktion, die du benötigst für eine Defragmentierung. Bei einer SSD wird das nicht angezeigt. Und dementsprechend kann Windows ruhig hingehen und diesen Trimbefehl absetzen. Warum das so wichtig ist, das wirst du auf jeden Fall noch in einer weiteren Episode dieser Serie erfahren. Denn zum Thema SSDs defragmentieren, beziehungsweise den Trimbefehl, gibt es nämlich noch eine Zusatzfunktion, über die auch sehr viel Lügen verbreitet werden. Und damit du hier nicht aufs Glatteis geführt wirst, abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Das ist für dich kostenlos und sorgt dafür, dass du die neuen Videos auch direkt angezeigt bekommst. Vor allen Dingen, wenn du die Glocke drückst. Darüber hinaus gerne kommentieren, wie das bei dir ausschaut, was das mit der Festplatte ausmacht. Hast du die Defragmentierung ausgeschaltet? Hast du mir damals geglaubt, wo ich mich geirrt habe? Gerne in die Kommentare rein. Würde mich nämlich auch interessieren, gerade dieses Thema. Denn Fehler können halt passieren. Hier ist mir ein Fehler passiert und der ist jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall wieder gerade gerückt. Ja, ansonsten bleibt es mir nichts anderes übrig, dich im nächsten Video hoffentlich wieder begrüßen zu können. Es ist in Vorbereitung und ich freue mich, dich dort dann wiederzusehen. Bis dann. Tschüss. Windows nutzt hier, um die Daten auf der Festplatte zu schreiben, das Master-File-Teil werden. Windows. Allerdings solltest du vom Dritthersteller irgendwelche ausgeführt wurde. Allerdings. Das liegt ganz einfach daran, dass ich das Ganze hier an der Stelle